Also die drei brauchen ja generell nicht aufgeregt sein. Im Prinzip bleibt ja die ganze Arbeit an mir hängen. Also ist ja so. Wenn Bill aufhört zu singen, kommen wir nicht raus. Wenn wir aufhören zu spielen, kommt Bill raus. Also jetzt nimmt man nur mal, da sieht man die Wichtigkeit allein. Ach so ein Quatsch, ich kann das auch alleine weiter singen. Ja, ihr seid Geschwister eigentlich? Ihr seid Zwillinge sogar? Eineige. Ja. Eineige Zwillinge? Ja, das sieht man gar nicht. Ja, gut so. Ja, das heißt, wer hat seine Haare künstlich bearbeitet? Ja, beide. Er hat sie gefärbt. Ich hab eigentlich nicht künstlich, ne? Nee, das stimmt. Ich habe mir die Haare so vor 4 Jahren so machen lassen. Und Bill färbt ja seine Haare immer. Normalerweise haben wir beide so Straßenköderblond. Ja. Bisschen dunkler als du. Ja. Ihr seid. Geht euch das nicht auf den Sack, diese ständige Geräusche? Nee, überhaupt nicht. Für dich ist das was Neues, aber also ich finde das gut. Ja, ich weiß, ich hab's. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Hallo, oh, hallo. Freunde, seid lustig und in Ballon. Ich bin jetzt immer schwer mit erster Musik und ich bleib nicht fertig mit dem Text. aber sonst ist eigentlich meistens der Text eher fertig. Und dann singe ich so ein bisschen die Melodie vor und dann versuchen wir irgendwie klar zu kommen, dass es ihnen gefällt. Wir sind jung und nicht mehr jugendfrei. Die Rechnung ist mit uns nicht aufgegangen. Wir fangen schon mal zu leben an. Yeah. Wir sind jung und nicht mehr, jung und nicht mehr, jung und nicht mehr jugendfrei. Und dann schickt sie mir einen Stern zurück. Und da steht dann für mich drauf: Wenn du Lust hast, komm vorbei. Und hattest du heute Spaß? Ja, war geil. Hat Spaß gemacht. Was hast du heute gesungen? Wir haben schon mal Rette mich aufgenommen, so eine Ballade. Und dann haben wir ein schönes Mädchen aus dem All mit der Band zusammen gemacht. Und, ja. Eben gerade. Genau, eben gerade haben wir es nochmal vorgespielt. Und die Leute waren begeistert, als du gesungen hast? Ja, Wahnsinn. What's the difference between a Tom fan and a Bill fan? Can you spot it immediately? I think the Tom fans are more sexual. Yeah. You know? That's maybe true. And yeah, that's, yeah. I think... Sexual how? Like, they just, you know... They know what they want. They know just, what they want, yeah. What's the craziest? What's the one story that you will never forget? Or the one fan that you... It's hard to pick. What's the craziest? There were some girls, I think it was in Spain. Yeah. And there were... at the hotel room from Gustav, but before he was in. So yeah. He just came in the room and they were lying on the bed, like naked. Naked, completely naked. So maybe, I think it were Tom fans. Yeah. And were they okay looking? Were they? I think so. Gustav, I think he, you know, took the chance. Yeah. Dirty session. Dirty session. Guck mal, die so klein, da sieht man echt. Das ist echt ein Tokyo-Hotel, das ist nur für kleine Leute gemacht. Die anderen haben übrigens nur ein Einzelbett, ich brauchte aber ein Doppelbett, weil ich einfach so viel hart und so hart arbeite und da muss ich immer mein schönes Bett nehmen. Ich brauche viel Platz. Was wollen die Mädels eigentlich von euch? Wollen die nur Tag sagen oder wollen die auch mal... Ja, das ist züngeln! Das ist ganz unterschiedlich. Also wir hatten auch schon Plakate, da stand drauf, fickt uns durch den Monsun. Also, ja. Aber das ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, das ist dann doch von den etwas Älteren. Also normalerweise ist das nur Handschütteln und ein bisschen Kaffee trinken. Und geht ihr dann auf solche Angebote ein oder sagt ihr, nee, lass erstmal erst heiraten? Ja, erst heiraten. Ja. Ein Sex vor der Ehe. Ja. Ein Sex vor der Ehe. Was sagst du denn, wenn du das Bushido sagt, ey, Bill ist scharf, ey? Jetzt bist du erschrocken, ne? Ich bin jetzt sehr verwundert, ja, aber wenn er meint, ja. Ist ja ganz nett. Und wie sieht er aber so frisch aus? Oh, danke. Was das ist nett. Das denn? Ah, magst du kann das? Kann ich übrigens gucken von hier aus. Wo rasiert ihr euch überall? Wer rasiert sich? Wo wir uns rasieren. Wo wir uns rasieren. An überall. Den Stellen, wo Colin sich auch rasiert, das sehe ich mir schon. Ja? Die nächste Frage bitte. Oh! Oh, oh! Oh nee. Soll ich vorlesen? Ja. Ja! Da
eine Frage an alle von Tokyo Hotel. Wer hat den längsten? Also das ist doch hier, wie spät ist es jetzt? Also um ehrlich zu sein, ich bin ganz froh, dass ich von den beiden auf jeden Fall noch nie mehr gesehen habe als nackten Oberkörper. Und da bin ich auch nicht so scharf drauf. Aber was jetzt das Zwillingsding angeht, also ist der Zwilling, der besser bestückt ist auf jeden Fall. Ist das nicht bei Zwillingen gleich? Nein, also das Ding ist, man kann das ja eigentlich so ein bisschen schlussfolgern. Ich bin so ein paar Zentimeter größer als Tom, das heißt, bei mir ist alles ein paar Zentimeter. Das ist ja noch das Schlimme an der Sache. Er ist noch ein paar Zentimeter größer, hat aber das kleinere Glied als ich. Aber vielleicht bist du immer 10 Minuten schneller einfach im Wachsen und bei mir wächst es einfach 10 Minuten langsamer alles. Und das kann sein. Das müssen wir mal. Der bei euch immer. Gut, da wollen wir jetzt gar nicht mehr drauf ein. You know, provocation is nice, but I don't know if it's good on stage. Not really. Yeah, it's still gonna be quite hot. What are you guys planning to wear? Because I hope you guys are gonna wear something. I don't know. Maybe we go naked. Yeah. No. Naked? Yeah. That's awesome for the fans. No, I don't know for the family. No, I think it's maybe just a shirt tomorrow. Yeah. Really? Yeah, oh. Just a long shirt. Just a long shirt? Yeah. Okay, cool. Let's go on. Long shirt without the pants then. Long shirt. So we can see the downstairs. Yeah. Jumping. Yeah, we're jumping, yeah. It's pretty, bitch. What a girl wants. I'm not a girl. Biel! Ich kümmere mich da jetzt nicht mehr rum. Ich habe das nicht versprochen. Scheiße. Ja, ey, Leute, Band. Ich habe dazu gesagt für die Band. Als Band, wir streiten uns eigentlich relativ wenig. Meinst du, ich mache das jetzt allein oder was? Ja, wieso soll ich jetzt wirklich auftragen? Hast du knallen? Ich habe keine Lust auf so ein... schlechten Vibe irgendwie. Ich habe immer Lust, mich mit den Leuten zu verstehen und eine schöne Zeit zu haben. Wir diskutieren sehr viel und das wird dann schon mal ernster, ja? Wieso denn für mich? Du kranke Sau! Oh, ja. Du hast es nicht für mich. Die hatte ich schon ewig. Ich war der Erste. Lass uns noch mit der Regenbewohnung sagen. Habt ihr alle gesagt, Anskript sowieso nicht, bla bla bla. Dann hab ich noch einen Hörer in der Hand genommen und hab dann... Okay, dass du für mich assistiert hast und das dann durchgedrückt hast. Das ist in Ordnung. Aber die Idee hatte ich, dass es auf der Bühne regnet. Die stand ursprünglich von mir. Ist so. Du hast sie erst nach dem Mark Trenti Video. Sorry, I feel like you need that one. Really gonna like it. And? Is it good? Oh. You said you liked sour. Oh, ein schöner Mann, ist es das nicht auch? Strohhalme in Podex reingesteckt und haben die aufgeblasen. Das war ganz schön. Podex? Das war ganz makaber. Nein. Ja, wo haben sie das reingesteckt? In den Arsch? Warte, wie Menschenfleisch schmeckt. Süß oder so. Was ich mir jetzt vorstellen, zum Beispiel so eine Brust. The Naughty? I think there will be, also Naughty heißt so ein bisschen so, versaut, ne? Versaut. Ja. Genau. Then it's me. That's Tom. I would say that's Tom, yeah. He's the naughty twin. The naughty guy. Habt ihr schon